Ja, das ist der Matchman. Wir sehen die Kugeln hier links und rechts. Es sind vier Stück und wir haben auch vier Löcher. Die Kugeln werden gleich auf uns gemarkt und dann müssen wir die versuchen, in die Löcher zu kriegen. Also in das Gegenüber. So, als erstmal kommen hier noch ein paar Matschkuchen. Da sind so Matschblasen. Da werden wir jetzt gemarkt. Und die Kugeln, haben wir ja gesehen, verschwinden jetzt. Jetzt gleich werden die Kugeln markiert. Ich sehe jetzt die hier, jetzt stelle ich mich hier in so das Loch. Und dann charge die Kugel im Prinzip über mich drüber. Und ich loch die dann damit ein. So, weg ist sie. Das ist die ganze Mechanik denn und bei dieser Technik stellen wir uns dahinter. Und wenn man nicht getroffen, wir können das auch so machen, wie jetzt hier unser Machinist. Und stellen wir uns einfach weiter weg. Die Kugelaktion, die wird jetzt mehrfach kommen. Goldene Erde, das ist der AOE-Damage. Einfach gegenheilen und fertig. Schleimstachel ist im Prinzip der Tankpasser. Jetzt droppen wieder die Kugeln. Und zwei Doppelgänger. Und zwar können wir die Kugeln jetzt nicht mehr in die Löcher schmeißen, wo die Doppelgänger sind, sondern nur noch in die Löcher ohne Doppelgänger. Ja, Kumpel, das ist eine weise Idee. Mach das ruhig, wo ich nicht stehe. So, theoretisch können wir das jetzt einfach so machen. So, warten kurz, fahren und dann gehen wir rüber. So geht das auch. Das muss aber jeder für sich selber erledigen, weil ja, es ist wirklich nicht der Boss. Das ist der erste Boss. Da kommt wieder der AOE Damage, das können wir uns da ins Heiler gegen heilen. So, ums. Schleimstachel nochmal der Tankbuster. Dann kommt nochmal Matschekuchen. Und das kam schon vorbei. Hier droppt eine Kiste, die können wir auch öffnen. Was haben wir drin? 485 Gear. Ich würde das jetzt einfach nur mitnehmen für meine Staatstaler.